Die sind hier und wir wollen die nicht. Ich möchte einfach, dass die AfD hier nichts zu sagen hat. Das Programm der AfD wäre der Untergang für Deutschland, vom Wohlstand, von der Moral, von allem. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Stefan Engemann. Ich stehe hier für viele verschiedene soziale Einrichtungen, die wir hier in Münster haben. Ich selber bin vom Verein Indro e.V. Wir arbeiten mit Drogenabhängigen zusammen in der Nähe vom Hauptbahnhof, vom Bremer Platz. Wir haben jeden Tag mit 120 Personen aus der Zielgruppe zu tun. Wir sind mit diesen Personen sehr in Diskurs getreten, nicht zum ersten Mal. Aber zum Anlass dieser Demonstration und des AfD-Treffens hier nochmal, es wurden gemeinsam Plakate gemalt, entworfen, wir haben eine Anlaufstelle mit Kaffee. Das wird angenommen, die Menschen, die bewegen sich hier auch unter euch. Das ist wunderbar, dass sie mitgemacht haben. Generell muss man sagen, die sozialen Einrichtungen, das sieht man hier auch auf dem Fähnchen, wie viele das sind. Inzwischen sind es sogar noch mehr geworden. Die passen jetzt schon gar nicht mehr alle hier drauf. Das ist super, diese Solidarität hier in Münster so zu spüren. Hi, vielen Dank. Jetzt möchte ich mal ein tunesisches Sprichwort zitieren. Da hinten ist jetzt gerade wieder was los. Ein tunesisches Sprichwort, das ist bekannt geworden von Rainer Maria Fassbinder. Das lautet, Angst essen Seele auf. Und ich glaube, das ist die Politik der Rechten, dass sie versuchen, Menschen in Angst zu versetzen, sie zu bedrohen, Neiddebatten auszulösen, verschiedene Gruppierungen gegeneinander auch auszuspielen. Und da ist gerade für uns in den sozialen Einrichtungen, die wir auch mit vielen benachteiligten Menschen arbeiten, wichtig, da auch gegenzusteuern. Einen Aspekt möchte ich auch noch mal herausheben zum Stichwort Angst essen Seele auf. Es reicht meiner Meinung nach nicht, nur immer auf die Gefahren von rechts hinzuweisen. Wir aus der Mitte der Gesellschaft müssen auch sehen, dass Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht und so weiter, auch nicht unnötig in Angst versetzt werden. Also wir brauchen massiven Ausbau von Sozialwohnungen. Viele Menschen, die ich auch jetzt kenne, auch über die Arbeit, haben Angst vor Obdachlosigkeit oder finden erst gar keine bezahlbaren Wohnungen und so weiter. Und das sind auch Sachen, die Menschen Angst machen. Und dem muss man also vorbeugen, sonst werden die noch leichter Opfer von rechten Trollen, wie das eben hier schon so schön genannt wurde. Also ich denke, bezahlbarer Wohnraum, bezahlbare Energiekosten natürlich auch, das gehört dazu. Dann hätten wir auf jeden Fall schon mal viel gewonnen. Danke. Wir sind stolz darauf, dass Münster eine weltoffene und diverse Stadt ist, in der Platz für alle ist. Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, dass diese Werte erhalten bleiben. Lasst uns unsere Stimmen vereinen gegen Hass und gegen Intoleranz. Und lasst uns ein starkes Zeichen setzen für eine Gesellschaft, in der Vielfalt gelebt und geschätzt wird. Heute hier seid und euch für eine bessere Zukunft einsetzt. Danke. Und Münster strahlt gegen rechts. Ein sehr schöner Spruch. Für uns bedeutet das hier mehr als nur Musik. Wir leben, was wir singen.
unsere Lyrics.